Meinetwegen der Schnitt. Gewisse Schwestern können sich auch nicht irgendwie was von Privatsphäre wissen, ne? Regt mich auf. Sind wir gerade wirklich aus dem Raum gegangen? Oh Gott. Jetzt kommen wir zu der Problematikstelle. Wahrhaftig Problematik. Zwar die benutzen, aber es geht, funktionieren ja nicht, wie wir wissen. Und dann hier. Was soll der Müll? Ich hasse Lügner. Ich schieße nicht mal um den. Funktioniert nicht. Aber wenn ich so mache. Deckung, wir sind Leute, ich sag's euch. Kann nicht mehr locken. Vielleicht hole ich mir erstmal die Medikits um die Ecke. Kommen die tatsächlich hier rein? Habe ihn verloren. Er ist einfach verschwunden. Über zwei Speicher nehmen. Schuss! Runter!
Wo sind die? Ein Hoch auf die Chaos-Theorie. Genügend Windwaffen hat nicht genügend Munition. Geht irgendwo in Deckung. Ein erledigt. Zwing uns nicht, dich zu töten. Komm einfach nur mit der hohen Hände heraus. Lass den leiden. Ganz ruhig, nimm die Waffe herunter und komm langsam her. Wartet, Männer. Wie sind denn das drei? Mach den Bastard fertig. Wir haben dich. Doch drei, oh Mann. Bringt ja einen auf. Beschuss! Okay, alle Mann zurück! Ich hasse diese Stelle genau wie die Stelle danach. Dann haben sie Gasmasken auf, deswegen kann ich sie nicht ein. Toll, also wird er jetzt umgekippt. Danke, Uhr. Hat mein Leben gerettet. So, wenn die Typen erledigt. Hopp, hopp, hopp. Ging doch am Ende schneller als gedacht. Oder? Ach, deswegen wollte ich nicht ran. So. Das hat doch keinen Sinn, Sam. Du weißt ja nicht einmal, was du machen würdest, wenn du nicht fängst. Warum verfolgst du mich? Oh Mann, Fischer! Shetland hat bei der Heizungsanlage Sprengladungen gelegt. Du musst sie schleunigst finden. Beeile dich! So, und jetzt kommen nach und nach Gegner. Das ist das Schwere daran. Mason und Lambert haben dich um den Finger gewickelt, Fischer. Du bist nur eine Waffe für sie. Thank you.
Das ist einer, dann werden zwei und dann ja, immer mehr. So, jetzt wird schwer. Damn. So. Tot. Mhm. Einer wenigstens. Was soll der Müll? Hier soll man töten. Wenn ich überlege, wenn nachher noch welche kommen, dann ja. Wecken wir die auf und dann. Wo kommt der Kerl? Verdammt, ich hätte das Licht ausmachen müssen. Tue ich nicht, aber so. Ja, egal. Verdammt. Verdammt. Ganz ehrlich, so habe ich es noch nie gemacht. Ja, das Level auch um. Das schwerste, das ich kenne. So, wir kommen zur Chaos-Theorie, sag ich mal. Und zwar jetzt. Es muss nicht so enden, Sam. Nein, aber es muss enden. Da sind wir uns also einig. Jetzt haben wir unser ganzes Leben lang ihre schmutzigen kleinen Kriege geführt. Und nun sieh uns an. Wir bedrohen uns gegenseitig. Nichts hat sich geändert, Fischer. Es wird sich nie etwas ändern. Wir müssen neu anfangen. Ganz von vorn. Ist das deine persönliche Chaos-Theorie? Wir stürzen die Welt in den Krieg, nur um zu sehen, wer siegt? Es wird eine bessere Welt. Dieser Krieg wird alles verändern, Sam. In anderen Kriegen geht es immer nur darum, die Dinge beim Alten zu lassen. Aber das funktioniert nicht mehr. Amerika ist krank, Sam. Politiker, Bürokraten, alle treiben sie ihre abgekarteten Spielchen. Das Land hängt an der Herz-Lungen-Maschine und ist doch schon lange tot.
Die einzigen abgekarteten Spielchen in letzter Zeit gingen auf dein Konto. Du bist ein Mörder und Kriegsverbrecher. Sam, du nennst mich nur so, weil der Staat keine anderen Worte für einen Revolutionär hat. Du kennst die Wahrheit. Die Welt wurde von den kleinen Leuten erschaffen, nicht umgekehrt. Mut, Treue, diese Tugenden schenkt uns nicht die Welt. Wir schenken sie ihr und wir erschaffen sie dadurch. Ich weiß, dass du diesen Werten mehr vertraust als jede Regierung. Und ich weiß, dass du nie einen alten Freund erschießen würdest. So, jetzt könnte man ihn erschießen, einfach abknallen oder man packt die Waffe weg. Ich packe die Waffe weg. Hattest recht, Doug. Einen alten Freund würde ich nicht erschießen. So, F8. Hattest recht, Doug. Einen alten Freund würde ich nicht erschießen. Wie man sehen kann, würde man eigentlich originalgemäß das nicht machen. Das machen. Also nicht erschießen. Hattest recht, Doug. Einen alten Freund würde ich nicht erschießen. Sonst wäre das ziemlich unlogisch mit dieser Mission, sag ich mal. Also der Story. Also der Schüssensequenz. Man könnte jetzt auch interpretieren, dass er kein alter Freund mehr ist. Aber er war ja ein alter Freund. Naja. So, weiter geht's. Noch 3,5 Stunden Zeit. Nee, hab ich. Sonst weiß ich, wie hab ich aber jetzt nur gebraucht. Na egal, 0%. Ja, schwerste Mission von allen, finde ich. Danach kommt die. Nein. Naja. Hab ich gelernt. Die ist einfach. Wie, ne? Diplomatische Bemühungen erlitten heute einen Rückschlag, als ein nordkoreanischer Panzerverband beim Rückzug mit einem sogenannten selbstheilenden Minenfeld in Kontakt geriet. Die nordkoreanischen Truppen waren allerdings davon in Kenntnis gesetzt, dass sie die Minenfelder entlang der entmilitarisierten Zone unter keinen Umständen als von uns geräumt betrachten sollten. Wir stehen kurz vor einem Krieg und erst jetzt bemerken wir, dass es die Japaner waren? Sie sind Verbündete, die Japaner. Und wenn sie Weihnachtsmänner wären, die waren da schließlich mit der Walsh. Vielleicht weiß deren Regierung gar nichts von der Sache. Wir wissen, dass Otomo von der ganzen Sache Bescheid weiß. Und wir wissen, wo dieser Kerl steckt. Wir sollten handeln, ohne große Diskussion. Wir haben keine Ahnung, bis in welche Kreise es dort Verschwörer gibt. Sollte Otomo von seiner Regierung unterstützt werden, kann es nur eine militärische Antwort geben. Aber was ist, wenn er alleine dahinter steckt? Sie wollen diesen Mann schicken? Er ist in Position. Schicken Sie ihn rein. Los. Juhu. Das Verteidigungsministerium hat den Kontakt zu allen US-Offizieren verloren, die im Kokubu Sosho mit der japanischen Armee zusammenarbeiten. Offenbar wurden sie von den Japanern gefangen genommen. Die Japaner reagieren auf keine unserer Anfragen. Entweder scheuen sie sich zuzugeben, dass sie die Kontrolle über Otomo verloren haben, oder sie hängen mit ihm in der ganzen Sache drin. Wenn dies der Fall sein sollte, müssen wir Korea davon in Kenntnis setzen. Dann wäre ein großer Krieg in Asien unvermeidlich. Sollte allerdings Otomo allein hinter all dem stecken, müssen wir herausfinden, was unsere Offiziere wissen und einen Weg finden, mit ihm fertig zu werden, bevor Nordkorea herausfindet, was dort vor sich geht. Sag ich es einfach? Sam, auch wenn die japanische Regierung... Ist das nicht die letzte Mission? Warte, ich muss kurz überlegen. Letzte Mission, also kurzer Schnitt.